Ey, was ist denn hier los? Bruder, hallo, aufwachen, ey. Ah. Was ist denn hier passiert? Sag mal, ich komme aus dem Urlaub zurück und was ist hier? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da ist mir gerade der Bobby noch über den Weg gelaufen, der ist da abgehauen. Was ist denn los hier? Boah, Bruder, ich kann mich an nichts erinnern. Wir waren am Aufnehmen und keine Ahnung, Alter. Irgendwas, was ist passiert hier euch? Bruder, du warst am Rekorden, ey. Ich habe nur gesehen, wie Bobby die Hantel nimmt. Der haut dir damit auf den Kopf und klaut dir die Uhr und haut ab, ey. Wie, der klaut ihm die Uhr und haut ab? Was ist denn hier los? Ich war 3 Wochen im Urlaub und hier ist bei Hempels unterm Sofa. Alles geht runter und drüber. Also das kann es ja wohl nicht sein, oder? Nee, ist alles ein bisschen dumm gelaufen, aber wir können ja heute weiter am Album arbeiten. Ja, das will ich aber doch meinen. Deutschland wartet ja auf ein vernünftiges Album, oder? Das muss ja hart sein, das muss ja nicht hier auf dem Boden rumliegen und so. Was ist das denn für eine... Das können doch die anderen Rapper gut rumliegen. Ja, also ja, aber dafür haben wir doch nie gestanden. Nee. Das stimmt und das ist sogar ein Wortspiel. Dafür haben wir nie gestanden. Farid, das meine ich doch auch. Du musst zur Vernunft kommen, Bruder. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen... Ey, das ist alles ein bisschen drunter und drüber. Egal, wir kriegen das hin. Setz dich einfach mal hin. Okay. So, ich muss jetzt mal kurz brainstormen. Habt ihr was zu schreiben da? Kuli, ein Stift. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und zwar geht es heute um das Album Asphalt Massaker 4. Dort werden natürlich einige Mütter von einigen Sprechgesangsartisten, die sich in ihrem Leben der Prostitution verschrieben haben, verbal attackiert. Und diesbezüglich wollen wir heute auch mal der Sache historisch mal auf den Grund gehen und fahren deswegen extra jetzt 2,5 Stunden nach Holland ins Bordellmuseum. Da kann man noch einiges lernen. Und da könnt ihr auch was über eure Vorfahren lernen. An alle deutschen Sprechgesangsartisten. In diesem Sinne, viel Spaß. So, gucken wir mal, was wir hier Schönes am Stand haben. Hi, hey, man. Come here. Look at everything here. Hey, nice. Yeah. How much does this here cost? This? For you, we say one cigarette. One cigarette, yeah. Okay, that's a good deal. Okay, good thank deal, you. Yeah? Yeah. Okay. Thank you. Here, this is for you. Yeah, two. Hey, one? I said one. Okay. Are you sure? Yeah, okay, then one, okay? Okay. Thank you, my friend. Yeah. Have a nice day. Thank you. Was für ein Hurensohn-Gefühl mit diesem Rucksack. Jetzt weiß ich, warum ich das Lied Zieh den Rucksack ausgemacht habe. Jetzt. Dafür eine ganze Kippe, ja? Ja, ich würde mal sagen, da wurden wir mal richtig über den Tisch gezogen heute. Da komme ich aus dem Urlaub und dann liegt der Fahrrad auf dem Boden. So habe ich den Mann noch nie gesehen. Also was haben wir denn bis jetzt? Wie viele Songs haben wir denn da überhaupt jetzt schon? Wir haben, das Intro ist schon raus. Intro ist schon raus, habe ich doch gehört. War doch wunderbar. Ja, das hat doch geknallt. Ja, sehr gut. So, Intro, grünes Häkchen dran. Hm? Was ist jetzt hier mit ganzen Name-Droppings, Disses und so weiter? Läuft das denn? Wir haben jetzt keine Namen also die ganze Zeit gehabt. Farid, wirf mir mal ein paar Namen einfach zu. Wer fällt dir da so spontan ein? Leute, die dich so inspiriert haben die letzten Jahre. 50 Cent? 50 Cent, ja, gut, 50 Cent. Gib mir mal ein paar mehr. Dr. Dre? Mhm, ja. Drake? Mhm, ja. Travis Scott? Ich schreibe einfach mal mit. Ja. Kollege auch, oder? Aber hallo, würde ich auch sagen. Aha. So, meine lieben Freunde, wir sind hier im Erotikmuseum in Amsterdam. Und vielleicht lösen wir hier das Rätsel, warum es so viele Hurensöhne im Deutschrap gibt. Kommt mit, Freunde! Da, und da erkennt man schon, hier bei den Bildern, da ist schon Ähnlichkeiten mit dem ein oder anderen Sprechgesangsartisten. Viele dieser Herrschaften sind ja dunkelhaarig. Und da sieht man da hier schon mütterlicherseits, dass hier schon einige dunkelhaarige Frauen da am Start sind. Aber schauen wir doch mal weiter. Also hier, das ist der besagte Hocker, wo sich diese Damen dann hingesetzt haben und dann natürlich versucht haben, mit faulen Tricks die Freier hier reinzulocken. Und da sind wahrscheinlich auch einige Herrschaften mit Migrationshintergrund, aber aus Deutschland hier hingekommen, sodass wir
am Ende das ausbaden werden. Und wir werden heute dieses Geheimnis lüften, meine lieben Freunde. Also nicht ausschalten. So, meine lieben Freunde, ich habe hier noch eine heiße Spur, eine Brille. Schaut euch die mal an. Und was stellen wir fest? Womöglich hat sie ihren Geschlechtspartner nicht erkannt, weil sie in dem Moment wohl die Brille aus hatte. Also weiß dieser Sprechgesangsartist auch nicht, wer sein Vater ist. Aber ich kann euch, ich kann mal ein bisschen spoilern. Ich komme da definitiv in Frage. So, meine lieben Freunde, das sieht hier wohl nicht danach aus, weil das ist zu schick. Und ich denke mal, in solchen Nobelbordellen haben diese Damen nicht gearbeitet. Aber was natürlich ein wichtiger Hinweis ist, ist hier die Seife, die Milan-Seife. Das könnte natürlich daraus schließen, ich sag mal, dass die Mutter zu ihrer Zeit als Prostituierte diese Seife benutzt hat, so dass der Sohn heute extrem auf Mailänder Modeklamotten oder Modedesignermarken steht. Und das ist durchaus möglich. Hier, die Handschellen könnten natürlich auch ein Hinweis darauf hin sein, warum diese Sprechgesangsartisten so gerne die Kriminalität glorifizieren und verherrlichen. Und jetzt, Leute, sind wir endlich da angekommen, wo sich alles erklärt. Und zwar, what kind of things do men leave behind after a visit to a prostitute? Und hier, ich denke mal, das ist ganz klar. Diese Kappe und diese Uhr, das soll natürlich eine Cartier-Santos-Uhr darstellen. Und ich denke mal, das ist durchaus etwas, was viele Sprechgesangsartisten heute tragen. Und das haben die wahrscheinlich vererbt bekommen von ihren Vätern. Genauso wie diese Brille hier. Und natürlich nicht zu vergessen, dieses Armband sieht man auch ganz, ganz oft bei Sprechgesangsartisten. Also in diesem Sinne müsste das Rätsel doch eigentlich fast gelöst sein. Aber wir schauen mal weiter. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Was ist denn mit meinem alten Freund Farid passiert? Also der hat ja wirklich den Schuss nicht mehr gehört. Also ich glaube, der ist völlig abgedriftet. Alter, normal dürfte ich mich gar nicht mehr blicken lassen. Ich dürfte gar nicht in diesem Block mitspielen eigentlich. Also was hier passiert ist, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber da müssen wir wieder Ordnung reinkriegen. Ich versuche den jungen Mann jetzt mal wieder auf Kurs zu kriegen. Das kriegen wir schon hin. Komm, Kolle, du hast es immer noch geschafft, das Ruder rumzureißen. Kolle, jetzt musst du dich selber auch mal gerade machen. Bring deinen alten Freund wieder auf Kurs. Ey, Codonio habt ihr nicht, ne? Ne. Jetzt setz dich hin, Farid. Ne, also wir rollen das ganze Ding jetzt nochmal von vorne auf. Farid, okay. Farid, hast du denn überhaupt trainiert? Was hast du heute trainiert? Brust, Bizeps. Mhm. Wie gestern. Ich notiere einfach mal mit, wo wir stehen. Ja. Was hast du danach gegessen? Gab es Proteine? Ja, Putenbrust und 100 Gramm ungefähr, nee, 70 Gramm Brokkoli. Ja, okay. Mhm. Wie viel Steroide hast du die Woche geballert? Was war die Dosis? 2 Milligramm. Alle 3-4 Tage. Milligramm. Und der Frontload natürlich, ne, 4. Ist in Ordnung. Gut, da haben wir hier so eine Bestandsaufnahme schon mal. Damit können wir schon mal arbeiten. So, Farid, jetzt pass genau auf. Wir arbeiten das Ganze jetzt einmal spielerisch auf. Wie damals. Mhm. Asphalt-Massaker steht da wohl ganz klar dafür, dass mehr Namen genannt werden als im Telefonbuch. Das ist auf jeden Fall das war immer eigentlich Hauptbestandteil des Albums, das stimmt. Da muss beleidigt werden, da müssen Karrieren zerstört werden, da muss volles Programm sein. Wir haben jetzt hier eine Tüte, die habe ich jetzt fertig gemacht. Okay. Da sind ca. 2000 Namen drin. Ja. Die kommen aus allen möglichen Bereichen und Segmenten. Da sind ein paar Influencer dabei, klar ein paar Deutschrapper, aber auch ein paar amerikanische Namen sind dabei, ein paar Sportler sind sogar dabei und sogar ein Fabelwesen ist dabei. Ach. Querbeet, überall aus der Gesellschaft, hast du jetzt hier Namen dabei. Mhm. Deine Aufgabe ist jetzt, du ziehst jetzt ein paar Zettelchen da raus und das werden jetzt die ersten, die du beleidigst. Okay. Ja, wo du vielleicht sogar die Mutter angehst. Mhm. Okay, dann wollen wir mal. So, meine lieben Freunde, das Rätsel konnten wir komplett nicht lösen, aber zwei Sachen sind wahrscheinlich euch und mir auch aufgefallen. Der Herr, von dem wir sprechen, der muss griechische Vorfahren gehabt haben und er muss irgendwie ein Faible oder eine Leidenschaft zu Disney-Zeichnungen haben.
Weiter konnten wir das Rätsel nicht lösen, aber wir werden mal schauen und vielleicht werden wir fündig, wer es denn ist. Wie viele Sprechgesangsartisten mittlerweile zu treffen mit Gangstern gehen, bevor die da hingehen. Präparieren die sich hier, dass man schön alle wirklich in den besten Aufnahmen hat, wie in den besten Studios. Und dann wird hier so die Jacke so drüber gezogen. Ne? Und dann wird versucht, frei zu sprechen. Ja, was wollt ihr denn von mir? Wie viel Geld wollt ihr von mir haben? Was ist, wenn ich euch das Geld nicht zahle? Werdet ihr mich dann schlagen? Und so weiter und so fort. Und das alles wird dann hier mit sowas gemacht. Das haben schon sehr, sehr viele Sprechgesangsartisten gemacht. Und in diesem Sinne, Leute, wenn ihr aus euren Verträgen raus wollt, probiert es immer damit. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt hier mal bei Madame Tussauds rein und dann schauen wir mal, ob deren Körper auch so gut aussehen, wenn die aus Wachs sind wie bei mir. So, meine lieben Freunde, hier Schönheitsidol von vielen TikTokerinnen in Deutschland. Da seht ihr es, Kylie Jenner. Wie ihr hier auch lesen könnt. So, jetzt kommen wir zu den drei inspirierendsten Menschen für Asphalt Massacre 4. Hier, direkt nebeneinander. Also ich glaube, ohne diese drei Personen, die echten, nicht hier die Figuren, wäre so ein Projekt wie Asphalt Massacre gar nicht möglich. So, meine lieben Freunde, anscheinend ist der Lars Unlimited hier in Holland auch schon angekommen. Okay, Leute. Ist das richtig? Jetzt habe ich die leider nicht hinbekommen. Jetzt zeige ich euch, von wo die Zeile herkommt. Ruf mich an, wenn du keinen Wagenheber hast. Ganz locker. Wie findet ihr meinen Rucksack, Jungs? Sehr geil. Ja. Ja. Kennst du den Rucksack? Nee. Hier. Habe ich eben bekommen am Markt. Für, steht da Schindy? Ja, für eine Zigarette. Gefällt dir die Jacke? Geil. Hier schenke ich dir, komm. Ehrlich? Ja, klar. Komm, kannst du auch mal was tragen, Junge. Komm. Der Bang hat so viel Kohle, da kann er ruhig meine Jacke verschenken, okay? Hey! Wenn ihr euch nicht verständigen könnt, geht dann Leute vorbei und dann sagt ihr so. Guck mal, geh so. Hey! Hey! H-E! Hey! 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 Ein bisschen auf Palaver, genau. Hey! Nicht hey, sondern hey! Hey! Wenn also du jeder guckt, keiner, der vorbeigeht, geht dann so einen Schrei vorbei. Also wenn ihr da zum Beispiel, wenn ihr seht, vier, fünf Mann, geht alleine zum Beispiel, wie ich das jetzt bei denen sage. Guck mal. Hey! 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 Hey. Also Leute, wenn ihr jetzt so auf der Straße rumläuft in einem fremden Land und ihr eine Frau ansprechen wollt, dann macht sie einfach nur diesen Satz. Du brauchst keine Masche mehr, das geht einfach, recht einfach. Hey. Ich fang an. So, ich bin jetzt gespannt. Also. Der erste Name ist Konrad. Ach, guck mal da, der Konrad, ja Glückwunsch. Das ist ja fast, als hättest du den Glitzer, den Glurak gezogen, mein Lieber. So kannst du doch anfangen, oder? Der Konrad ist der Erste, oder? Der Konrad ist der Erste, super, freue ich mich. Klasse, danke. Direkt den Nächsten. Okay. Komm, Fahrrad, gar nicht lange fackeln. Schön mit Selbstbewusstsein und Schmack in die Tüte reingegriffen. Ach, schau dir das doch mal an. Cindy. Da wird das Album doch ein bisschen frauenfeindlicher, als ich gedacht hätte. Müssen wir durch. Toxische Männlichkeit. Aha.
Was hast du gesagt? Sportler auch dabei? Ist auch ein Sportler dabei, meine ich. Ja, ja. Ah, hier, der Michi. Ja. Da ist aber nicht der Schuhmacher gemeint, oder? Nee, nee, das ist der andere. Ah, der Kleine. Die Kleine. Ja, dann würde ich auch sagen, der Michi ist auch schon mal dabei. Boah, das wird jetzt hier richtig spannend jetzt nochmal. Siehst du, so läuft das doch, oder? Richtig gut läuft. Wir haben schon gute Namen dabei. Ey, meinst du, das sieht doch das Fabelwesen. Boah, das geil wäre das. Die Kirsche auf der Sahne dort. Geil wäre das. Das Fabelwesen noch kommt, oder? Voll. Farid, kommt sie noch ein? Boah, ey, Bruder, ich bin schon müde. Reicht doch, Kolle, Alter. Übertreib's nicht, Alter. Erstmal haust du mich eben da. Jetzt reicht doch, Bruder, Alter. Farid, jetzt mach dich gerade. Komm, einen ziehst du noch für mich. Komm. Ah. Boah. Mach dir mir gleich aber einen Kaffee, oder? Ja, ja, aber zieh erst noch ein Zettelchen. Boah. Boah. Okay, der letzte auf der Liste. Das wär's natürlich jetzt. Ist der Hobbit! Das ist das Fabelwesen! Der Hobbit! Ja! Danke, ey, danke, dass du mich mal überredet hast! Ey, danke, Junge! Du weißt doch, ich bin immer für dich da! Okay, so, ey! So muss es laufen! Ey, danke, Bruder! Lass direkt aufnehmen! Ich komm direkt rein!